In der letzten Folge von Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories Dan Mod mit 15 Kartendrops mussten wir, der Prinz von Ägypten, vor Shimons gefährlichen Geschwafelattacken flüchten. Niemand wird gern vom Tutorial-Typen vollgetextet. Wir sind also gegangen, nur um festzustellen, dass wir uns vielleicht in einem Duell gegen ihn stellen können. Unser erstes Duell haben wir natürlich mit Bravour gemeistert und dann ging es auf zum Duellierplatz, wo schon Teana auf uns wartete. Auch sie war kein Gegner für uns, genauso wie all die anderen Affen auf dem Duellierplatz. Gibt es denn niemanden, der mir das Wasser reichen kann? Hier, mein Prinz, ich habe Ihnen ein Glas Wasser. Das war eine Metapher. Aren't you ready to go yet? Blapp. Moins, mein Name ist MakeTaoka und das ist Let's Play Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Dan Mod, 15 Card Drops. Talk to someone else oder go outside. Wir gehen raus und schauen mal, was uns da erwartet. Hey. Did you know that there's a festival going on in the town plaza? Come on, let's check it out. I'll bet we'll find Jono there. Okay, den will ich gar nicht sehen. Der macht doch wieder so Dinge wie verlieren. Das tut er nämlich immer, wenn man ihn irgendwo trifft, glaube ich. Wow, there's lots of people around. Look, the majors are about to start the procession. Awesome! But kinda spooky too. This must be the work of that Debtor's Table? Kenn ich das Wort? Ich glaube nicht. High Mage Heishin. When I was a kid, it used to be more wholesome. Ich finde das super. Im Deutschen sagt sie sowas wie großartig, aber irgendwie gruselig. Das muss das Werk dieses widerlichen Erzmagiers Heishin sein. Selbst die Einstellungen der Magier hat sich zum Bösen geändert. Also fast genauso, wie es da steht. Und dann sagt sie noch so, ja, früher sah das besser aus oder so, als sie ein Kind war. Ich weiß nicht, das ist im Deutschen so ein bisschen, es klingt von der Übersetzung halt etwas komisch. Ich weiß nicht warum. Aber es ist halt dumm, dass sie am Anfang sagt, großartig, awesome. Und dann auf einmal, nee, ist eigentlich voll schlecht. Warum ist das jetzt so komisch? Even the attitude of the mages have changed for the worse. That's our... What's our world coming to? Was wird nur aus unserer Welt werden? Want to go someplace else? Du schleppst mich da einfach hin. Look, it's Jono. I can't believe it, but he's dueling over there. Du kannst es nicht glauben, in einer Welt, wo Kartenspielen so eine Sache ist. Glaubst du nicht, dass er Karten spielt? I lost. I believe I have wasted my efforts on an insignificant speck. Say what? Forgive my choice of words. You were mildly entertaining. Mildly, glaube ich. Egal, ich bin wirklich nicht gut darin, Deutsch vorzulesen. Das auch nicht. Falls ihr mich kennt, lesen ist für mich immer so ein Problem. Ich weiß nicht warum, aber ich mache das sehr oft sehr furchtbar. Hey, Jono! Teana and Make. Yeah. I lost. Again. What's going on? What do you think? Ain't it obvious? You lost. Natürlich ist das... Was denn sonst? Don't be so blunt. I didn't lose. I had a setback. Nein, er hat nicht verloren. Nein. Er hatte nur Pech. Oder so. Ja. I grow weary of this insect. Is there not one among you that is worthy of my attention? Man, the nerve of this guy. Hey, Make, why don't you challenge him? After all, you're the best duelist I've ever seen. I'll bet you can beat him. Yeah, Make, do it. Show him who's boss around here. Ja, ich bin der Prinz. Hello. Are you my next victim? Duel. I hope you're better than the last one. Come, let us duel. Master Seto,
Master Heishin calls for you. I see. So be it. The duel is postponed. Am I correct in assuming that you frequent the town's duel field? That's right. Then wait there. I shall grace you with a visit. Seto is my name. Remember it. Can you believe that guy? A mage with attitude. Yeah, a real charmer. Ja, die Übersetzung im Deutschen ist tatsächlich komisch. Erst sagt Joey irgendwie sowas voll Positives und dann Thea so, ja, voll der Blödmann. Ich weiß auch nicht. Irgendwie komisch. Aber im Deutschen, in der deutschen Übersetzung, da ist so viel falsch gelaufen. Ich weiß gar nicht, wieso. Da haben die teilweise Wörter abgehackt, in irgendwie außerhalb von dem Kasten platziert. Und ich habe keine Ahnung. Da sind ganze Buchstaben fehlen. Aber wirklich allein in den ersten paar Minuten des Spiels ist so viel falsch in den Textboxen, dass es peinlich ist, in den Credits zu stehen. Ja, als Übersetzer auf jeden Fall. I got a feeling Meg will put him in his place. Won't ya, buddy? Come on, let's look around and then head for the duel field. Ja, viel umgesehen haben wir uns da jetzt. Genau genommen gar nicht. So, wir können jetzt zum Duellfeld gehen oder irgendwo anders hin. Ich werde auf jeden Fall nochmal in den Schrein gehen. Was gibt's denn im Schrein zu tun für uns? Eine Katze wird hier auf jeden Fall reingelassen. Hallo Hope. Hallo Pani. Und da geht die Tür wieder zu. Jetzt habe ich hier zwei kleine Katzen drin. Wobei Pani ist nicht so klein. Egal. Where is Seto? Must we kept waiting? Stand das da? Habe ich mich verlesen? Egal. Where can he be at a time like this? It would seem Master Heishin's favorite chooses to mock us. Master Heishin does make much of Seto's capabilities, though he is but a child. I believe we've waited enough. Let us go, Master Heishin awaits us. Ach ja, diese Spacken sehen wir irgendwann nochmal wieder. Leider. Spiel wäre aber kurz, wenn nicht. So, gehen nochmal in den Kartenladen und speichern jetzt nochmal, weil wir haben ja eh schon den Speicherplatz überschrieben, also was soll's. Gut, haben wir gespeichert, gehen wir nochmal raus. Ich glaube nämlich zu wissen, dass wir hier noch eine kleine Backstory bekommen, wenn wir hier hingehen. Ich möchte aber vermeiden, dass wir jetzt irgendwas falsch machen. Aber ich glaube, hier gab es noch was zu erledigen, wenn wir hier hingehen. Have you played enough, my prince? I haven't told you this. But there's a story that goes with those cards. Would you be interested in hearing it? No. Doch, yes, klar. Then listen well. Today, the Yu-Gi-Oh! Card deck is used simply as an entertaining pastime. But long ago, the cards were an invaluable magic aid for drawing out sorcerous powers. Magic users were able to use their powers and summon the forces depicted on the cards. Some built kingdoms, others waged wars. Ich glaube, dieser Typ, der so macht und die Arme ausstreckt, ich glaube, den kann man irgendwo auch mal irgendwo anders sehen. Auf irgendeiner Karte oder so? Gibt's den als Karte? Mal ohne Spaß, ich glaube, das Bild kenne ich irgendwoher. Ist das wirklich ein Bild von einer Karte? Ich glaube nämlich ja. But the battles between mystics grew in intensity, until finally the use of magic was forbidden. Now only the cards remain in our kingdom. They are a reminder of those bygone days of magic. Katze. Oh, die Katze bricht wieder aus. Nie macht sie die Tür wieder zu, nachdem sie sie öffnet. Das ist doch furchtbar. And so, Prince Make, remember this tale when next you face an opponent
with your deck. Never forget that humankind once overstepped its bounds and walked the path of destruction. Ja, das ist aber schön. Wir haben jetzt etwas über die Yu-Gi-Oh! Hintergrundgeschichte gehört. Wow. Und da haben wir Jono. Jeez. Who does that mage think he is anyway? I gotta admit though, that guy was real tough. Hey Meg, how about a game until that guy comes back? A duel. Alright, let's do it. I may have lost the last game, but I ain't lose my touch. Was für ein Touch? Du hast kein Touch. Touchscreen vielleicht, aber den gab's da glaube ich noch nicht. Das ist ein bisschen alt. Für Touchscreen, oder? Ja, egal. Wir haben einen Clown. Oh, wait. Ich habe Reptilien rausgeschmissen. Okay, ich kann auch keinen Clown gebrauchen, wenn ich die Reptilien rausgeschmissen habe. Na gut. Ist egal. Man kann aus einem Clown und einem Reptil ein 2200er Monster fusionieren. Das ist aber auch schon alles, was ich damit weiß. So, wir haben ein Donnermonster. Wir haben so eine Scheiße. Wir haben jedenfalls nichts Besonderes. Wir fusionieren mal das da. Das passiert nichts. Egal. Wir kämpfen jetzt einfach gegen diesen Idioten. Gegen Jono, der versucht, cool zu sein und uns zu besiegen. Aber er wird es nicht schaffen, denn er ist schlecht. So, wir haben erneut dieses. Ja, wir hätten noch ein anderes Monster fusionieren können. Das ist zwar schwächer, aber ich hätte das gerne mal gezeigt. Wir werden das definitiv nochmal machen zwischendurch. Oh wow, da hätte ich auch mit dem schlechten Ding angreifen können, weil der ist tatsächlich ein richtiger Versager. Also, mein Gott. Joey, Jono, wie auch immer. Du bist ein Loser. Oh nein, er greift uns an. Der konnte mich nur mit einem Vorteil besiegen. Was für ein Quatsch. So, wir haben hier... das können wir machen. So, ein Biest und ein weibliches Monster ist nämlich Nekogal 2. Supergirl 2. Ne, Moment. Supergirl ist ein Anime. Mit Ran Kotobuki. ich gerade daran denke. Wie viele Folgen habe ich davon gesehen? 20, glaube ich. 26. Ich glaube, die Hälfte von der Staffel. Von der Serie habe ich gesehen. Ich glaube, es waren 42 Folgen. Ja. Was haben wir denn hier noch? Wir haben Donnermonster. Wir haben eine Maschine und diesmal ein Biest. Komm, diesmal klappt aber. Diesmal habe ich den Gigatech-Wolf. Dankeschön. Das ist ein ziemlich cooles Monster, finde ich. Ich fand den immer sehr fancy, deswegen habe ich die Fusion sehr gerne benutzt. Nicht, dass sie viel bringen würde. Die ist ultra schlecht, aber na egal. Ich greife weiterhin in der Mitte an. Nicht, dass das irgendeinen Unterschied machen würde, aber vielleicht kriege ich ja von Jono irgendeine super Karte. Als ob ich von Joey eine super Karte bekomme. Aber der gibt tatsächlich interessante Karten teilweise. Da muss ich einfach mal ein bisschen Glück haben. So, Mystery Hand. Starboy. Medabat. Mystery Hand. Turupurun. Pot, der Trickser. Kagemusha der blauen Flamme, Potter Tricks auch. Also so ein Schrott. Secretarian of Secrets. Mystery Hands dabei. Alles Schrott. Nix Gescheites dabei. Ist sehr, sehr schade eigentlich. Jeez, Meg, you whipped me. You know, you're good. Do me a favor and beat that mage, will ya? There he is. He's back. Look at that. He's got his own groupies. Der hat eigentlich eher, weißt du, im Original heißt es, der hat einen eigenen Fanclub. Im Original, im Deutschen heißt es, er hat einen eigenen Fanclub. Und ich denke mir so, ich glaube eher, das sind seine Bodyguards, wobei ich mir vorstellen kann, dass er sich viel besser wehren kann. Da braucht er keine alten Säcke für, die ihm irgendwie unterstützen. Was wollen die machen? Ziehen die hinter ihrem Rücken einen Speer hervor und stechen dich ab? Do me a favor and whip the guy. Do it, Meg. I do not know how good you are, but I hope you will entertain me. I will have you know that I enjoy a good game. Do not disappoint me. Nein, warum denn? Als ob ich dich jemals disappointen würde. Hab ich einen Vogel? Nein, das klang jetzt super dumm. Hab ich einen Vogel? Ich besitze keinen Vogel. Das ist sehr, sehr schade irgendwie. Dass ich keinen Vogel besitze. Mann, warum habe ich das so gesagt? Daraus hätte ich ein etwas stärkeres Monster fusionieren können. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich richtig... Ich habe Regeki auf der Hand, das ist schon mal perfekt. So, wir haben Insekt und... Ach, keine Ahnung, wir haben nichts Gescheites auf der Hand auf jeden Fall. Wir schmeißen ein bisschen was ab. Das 900er Monster bleibt am Ende mal übrig. Ich lasse es mal im Angriff liegen, dann wird es wahrscheinlich kaputt machen. Vermutlich.
Mit einem Vorteil. Okay, nichts Gescheites. Ich hatte nicht gehofft. Ich bin ganz froh, dass er es nicht hatte, weil ich weiß nicht, was ich sagen soll gerade. Der besitzt ein paar sehr, sehr starke Karten tatsächlich, die er im Deck hat. So, jetzt haben wir sogar noch einen Vorteil gegen ihn. Können wir auch mal ein bisschen draufkloppen. Der besitzt eigentlich nur eine Fusion, die stark ist, und ein Monster so im Deck, das ziemlich stark ist. Nämlich 2300. Der besitzt die Fusion zu einem zwischen Feuer und Vogel. Das ist ein Feuervogel, das ist der Crimson Sunbird oder auch der flammende Phönix. Wir können einfach mal einen 1200er Monster fusionieren. Zwischen einem Zombie und einem Krieger gibt es den Zombie-Krieger. Ja, das ist, wie Alex bereits sagte, das anschaulichste Fusionsbeispiel überhaupt, das man überhaupt haben kann. Lustigerweise mit Zombie und Drache funktioniert es genauso. Zombie-Drache gibt es auch. Oder Donner und Drache. Ein Donnermonster und ein Drachenmonster ist ein Donnerdrache. Ist auch sehr, sehr eindeutig. So, wir können hier entweder Nekogal oder die Herbstlaub. Wir machen nachher Nekogal raus. Finde ich eigentlich ganz nett. Bom. Zwei natürlich. Eins ist schwächer. Eins hat nur 1100. So, Korogashi. Okay, der bringt uns gerade auch nichts entgegen. Und dementsprechend bringt er uns nicht um. Der Skelettkrieger, irgendwie finde ich tatsächlich dieses Kartendesign ganz cool. Ich mag Skelettkrieger irgendwie. In meiner Geschichte kommt auch einer vor. Den ich eigentlich geklaut habe so ein bisschen. Auch der Name ist ein bisschen geklaut. Habe ich tatsächlich aus Killer Instinct, habe ich Spinal ein bisschen abgeändert. Ich habe einfach nur Spine genannt. Und das ist dann auch so ein Skelettkrieger mit so einem Säbel und Schild. Der sieht einfach... Ich habe mir den genauso vorgestellt. Keine Ahnung, ist voll geklaut, aber ist okay. Ich habe dem so eine kleine eigene Hintergrundgeschichte gegeben. Und natürlich ist das auch an sich irgendwie ein eigener Charakter, weil er halt was ganz anderes macht. Der ist für einen ganz anderen Grund, existiert der und so. Es ist ein Dämon, in dem Sinne. In meiner Geschichte gibt es Dämonen, ist normal. Ist voll normal. Wir haben ein Donnermonster, yes! Mehr Donnermonster, please. Menschenfresse Pflanze, Skellengel, Candle of Fate. Wenn ich mir diese Namen von den Monstern angucke, wie hat Stone Dragon nicht hingepasst? Forest, Cyberstein, Stein, Hourglass. Ich habe gerade Hourglass gesagt. Ich hau dich gleich auch. So, wir haben Seto besiegt. Das war jetzt gar nicht so schwierig an sich. Und der guckt so. I cannot believe I lost. But, wait a moment. You are... I see. Enough. That is all for today. I have a feeling our paths... paths. Ich hasse TH und S am Ende. Ah! Das ist furchtbar zu sprechen. Wenn man es nicht gewöhnt ist, Englisch zu sprechen, dann ist das furchtbar auszusprechen. We'll cross elsewhere. Till then, I bid you farewell. You did it, Meg! Did you see the look on his face? You were great! Wie sie sich freut! Fast ein bisschen niedlich. Meg, you're just too good! Es sieht gerade ein bisschen aus, als wären die beiden ein Pärchen oder so. Weil er schon diesen... Sie guckt so... Oh, mein Prinz! Wir sind der Prinz, fällt mir gerade auf. Und er guckt so, macht so diesen Schlafzimmerblick mit diesen halb geschlossenen Augen. Keine Ahnung, sieht ein bisschen komisch aus. Aber egal. Und er grinst halt auch so ein bisschen. Er lächelt. Er hat die Mundwinkel so leicht nach oben gezogen. Und Thea erst. I bid you farewell. What a loser. Das hat er gesagt, genau. Make. Well, what now? You still got some time? Play. Weißt du was? Ich kämpfe einfach nochmal gegen den. Der kann nämlich ein paar ganz nette Karten geben. Und ich weiß nur nicht genau, auf welchem Rang. Wir probieren es einfach nochmal gegen den zu spielen und wenn es klappt oder nicht klappt, ja, das müssen wir dann einfach mal schauen. So, wir werden fusionieren. Ich habe keinen Krieger, ne? Das ist sehr, sehr blöd. Ich kann dir den einfach mal spielen. Der ist stark. Also für den Anfang stark. Der fusioniert? Mystische Sandhexe, ja sicher. Und er legt die in Verteidigung, weil er glaubt, mein Monster ist stärker, oder was? 1700, schaffe ich das? Ich brauche jetzt Venus, oder? K
gehe ich dorthin? Es gibt kein Feuermädchen und es gibt auch kein Wasser. Im Wassermädchen gibt's. Na komm, ich schmeiß mir hier ein bisschen Zeug ab. Ich brauche unbedingt eine bessere Karte, um den zu besiegen. Warte, da kommt was raus. Ach so, nichts Gescheites auf jeden Fall. Ja, okay. Ich lasse jetzt den Angriff liegen. Vielleicht greift der einfach nur eine Zauberkarte? Was macht der denn? Okay, hat der wirklich vor dem einen Monster Angst gehabt? Ich brauche jetzt was Starkes, please. Oder Raigeki. Das gefällt mir. Nicht das da. Das da und das da. Da habe ich das gleiche Monster nämlich auch. Jetzt kann ich den tatsächlich... Ich greife jetzt... Namo, ist egal. Ich greife ihn jetzt an. Dann gehen beide Monster kaputt. Dann bin ich das Vieh auf jeden Fall los. Bevor der das am Ende noch irgendwie stärkt oder so. Das fände ich sehr, sehr blöd. Ich fand dieses Feuermonster tatsächlich früher sehr, sehr cool vom Design her. Ist einfach dieser Typ, der da so rumschwebt und... Willst du mich verarschen? Der heilt sich. Das kommt nicht oft vor. Ja, ich könnte noch ein... Da kommt doch auch was raus, oder? So ein Würfel-Armadillo. Ein Dice-Armadillo. Ja, und jetzt hat er wieder seine Scheißkarten. Natürlich, was denn sonst? Ich meine, gerade hatte der das fusioniert. Und der hat so einen Adler oder sowas auf der Brust tätowiert oder so. Der Typ. Also nicht Jono, sondern dieser auf der Karte. Egal. Könnt ihr euch mein Gelaber eigentlich antun? Das ist doch furchtbar, oder? Das ist ein Biest. Ich habe das für einen Zombie gehalten. Ich meine, guckt euch den doch mal an. Der reißt sich seine... Biestkrieger gibt's aber nicht. Doch, eigentlich schon, aber das gilt als Biest, aber habe ich überhaupt einen Krieger benutzt? Keine Ahnung. War das gerade ein Krieger? Ist egal. Ich will das Ding auf jeden Fall rausschmeißen. Was ist das? Das ist ja ekelhaft. Weg damit. Gibt schon ein paar richtig eklige Karten. Was macht denn die kleine Katze hier schon? Du beißt doch wahrscheinlich gleich wieder in die ganzen Kabel rein. Weil das macht die leider noch. Das ist ein Problem. Ich möchte nicht, dass sie ins Stromkabel beißt und voll ein Gewicht bekommt und dann weg ist. Jetzt leckt die den Boden ab. Hope, was machst du denn da? Hope. Komm mal raus. Aus der Ecke. Da hast du nichts drin zu suchen. Wir haben hier zum Beispiel noch... Kann man die fusionieren? Kann ich das mit einem Zombie fusionieren? Wahrscheinlich nicht. Das wird wahrscheinlich nichts bringen. Naja, ich probiere es trotzdem mal. Es funktioniert. Es kommt eine dunkle Elfe dabei heraus. So, das war der Fungi und dann greifen wir mit der dunklen Elfe an. Mit ihren fancy Haaren. So, wir haben gewonnen und bekommen A House of Adhesive Tape. Das ist eine Fallenkarte. Eine schlechte Falle. Nochmal diese Falle. Und Cyberstein und Heroes, Schattenspeer und Hoshiningen, Eye Armor und Fiend's Hand und Hurricane. Kunai with Chain, Legendary Sword. Oh yes! Ich bin sehr zufrieden mit der Ausbeute. Ich pack mehr Krieger rein, glaube ich. Jeez, you're just too good. Or maybe I'm just no good. So ist es. Du bist ein Versager. Ich möchte nochmal gegen Shimon spielen. Card Shop, ich gehe jetzt gleich mal eben ins freie Duell, dann können wir uns mal angucken, wie das aussieht. Die Folge darf noch ein paar Minütchen gehen, ja, das ist 23 Minuten, ich bitte euch. Ist doch noch nicht lang. So, also die rohe Aufnahmezeit gerade. Return to Title, yes. So, wir haben jetzt Kampagne weitermachen, freies Duell, Build Deck. Build Deck hast du sowieso vor jedem Kampf, also ist eigentlich voll nutzlos. Save, Passwort, Library. Wir gehen ja erstmal rein, gucken mal. Hier ist ein kleiner Grafikfehler, glaube ich. Da steht nämlich überall, wenn ich auf einem leeren Feld bin gerade, dass das T-Arm of the Forbidden One ist. Aber das stimmt ja gar nicht. So, wir haben jetzt zum Beispiel die mystische Elfe. Die kennt man ja. Und dann kann man sich das 3D-Modell von der angucken. PlayStation 1 Grafik glitscht immer so rum. Egal, ist nichts Besonderes hier. 722 Karten gibt's. Habe ich ja bereits erwähnt. Wir haben hier zum Beispiel auch noch das Passwort. Das Passwortmenü. Wir haben 35 Sternchips. Und ich kann, ach, das ist so ein random Fact. Ich kann auswendig einen
einen Code. Das ist 1306906. Das ist der Schwertdrache, der 1000 Sternchips kostet. So verdammt viel. Der steht nämlich in dem Heft von dem Spiel drin. Da ist dieses Bild, genauso wie das hier jetzt gerade steht. Nur nicht mit 35 Sternchips, glaube ich, sondern einfach, ich weiß nicht, ob da einfach mehr oder weniger sind. Auf jeden Fall ein anderer Sternchip-Betrag, den man gerade hat. Auf jeden Fall, dieses Bild hat man da abgebildet in dieser Anleitung, um dieses Menü halt vorzustellen. Und da kann man diesen Text drin lesen, diese Zahl. Und ich habe mir die gemerkt, seit 20 Jahren. Ungefähr, keine Ahnung. Voll verrückt. Ja, bringt nichts. Die Karte ist natürlich schlecht. Vor allem die hier zu kaufen für 1000 Sternchips. Weißt du, wie lange das dauert? Völlig unnötig. So, wir können jetzt auf jeden Fall ins Freiduell gehen. Und hier alle unsere Gegner, die wir bereits bekämpft haben, herausfordern. Können wir gucken. Hier unten ist noch so ein Duellmaster K. Duelmaster K. Was macht der denn? Wir haben hier übrigens nochmal Deck bearbeiten. Also Bild-Deck-Modus. Also der ist überall. Und dann steht Vitus plötzlich neben mir und guckt mich an. Hallo. Ich schneide das. Okay, wo war ich? Wir haben hier Duellmaster K. Der hat ein gespiegeltes Deck von uns, also der spielt das gleiche Deck wie wir. So, wir haben hier 0, 0, 0, 0, 0. Alles 0, weil wir noch nie im freien Duell gespielt haben. So, können wir machen. Ich möchte gegen Shimon spielen, der hat ein paar Karten, die ich gerne hätte. Also eine eigentlich hauptsächlich. Eine Karte gibt's, die der mir geben kann, die ich gern hätte. Unwahrscheinlich gern. Kann ich nicht den Job Change Mirror haben? Der wäre so viel cooler als der. Was haben wir denn hier? Unsinn auf jeden Fall. Ich spiele mal so ein Monster in die Verteidigung. Das ist stark genug, dass der da voll gegen rennt. Da bin ich mir sowas von sicher, dass der das macht. Tut er nicht? Was ist denn mit dem falsch? Der rennt doch sonst immer überall gegen. Egal, wir haben hier ein Monster mit 750. Was war denn das eigentlich gerade für ein Typ? Der gleiche, ne? Okay, das ist ein Ancient Jar. Nichts Besonderes. So, dann haben wir hier ein 900er Monster zum Angreifen. Bums, Shovel Crusher. Ich finde es halt krass, wie wir noch keinen Drachen haben. Gerade nach so vielen Kartendrops noch nicht. Aber wenigstens ein Donnermonster haben wir bekommen. Ich habe noch so viel Müll im Deck, ohne Spaß. Das ist einfach richtig heftig. Change Slime. Also ehrlich, wer benutzt denn solche Karten? Aber irgendwo anders immer an. Wie gesagt, es macht keinen Unterschied. Ich werde das jedes Mal erwähnen, wenn ich das mache. Furchtbar, ich muss damit aufhören. Ihr wisst Bescheid. Ihr habt es schon tausendmal gehört, es ändert nichts. So, was benutze ich denn? 700. Freie Duelle werden wir noch ein paar mehr machen, definitiv. Wir wollen natürlich auch ein paar Karten zeigen, die man hier so bekommen kann. Weil es ist schließlich ein Mod. Muss man ja mal ausnutzen, dass man bestimmte Karten bekommen kann. Und wir müssen sowieso grinden. Das Spiel erfordert Grinding. Es sei denn, du hast Riesenglück. Also, selbst dann. Normalerweise, wenn man nur einen Kartendrop hat, dann hast du natürlich das Problem, dass du zu wenig Karten hast. Du musst auf jeden Fall im normalen Spiel grinden. Sonst hast du nicht genug starke Karten. Weil es gibt nur sehr wenige Gegner, die gute Karten droppen. Und dann musst du genau die richtigen haben. Beim ersten Mal duellieren oder so. Das funktioniert nicht. Du musst grinden, du musst farmen, du musst unbedingt bessere Karten bekommen. Die Schwierigkeitskurve, die steigt später so stark an. Da haben viele Leute bei dem Spiel aufgegeben, weil das Spiel so schwer wird. Dabei ist es im Vergleich zu diesen ganzen anderen Mods halt so lächerlich einfach. Kann ich denn hier irgendwas fusionieren? Was ist denn das? Ja. Ich hab ein Insekt, ich hab Dämonen. Ich hab einen kleinen Engel. Maschinenengel. Fusioniert einen Pinguin mit einem kleinen Engel. Kleiner Pinguinengel. Queen's Double. Und die Katze macht Krach am Kratzbaum. Oder eher am Krachbaum, wenn man das so. Wenn man so will. So, you win! Dark Plant, Armed Ninja, Amoeba, Mystery Hand, Horn Imp, Pot der Trickser, Yashinoki, Fungi, Mask, Change Slime, Ratchet,
Dingsbums nichts Gescheites dabei. Ich werde da immer so durch switchen, bis ich das Gefühl habe, ich bin wieder am Anfang. Ich zähle das nicht, wie viele ich jetzt da angeguckt habe von den 15. Die Katze macht aber wirklich Krach gerade, meine Herren. Sollen wir bei 30 Minuten kommen? Wir probieren es nochmal ein bisschen aus. Ich möchte eigentlich nur eine Karte haben. Am besten wäre es, wenn ich sie öfter bekomme. Aber ich glaube nicht dran, dass ich sie öfter bekomme. Ich meine, es ist schon eine seltenere Karte. Aber man kriegt die halt doch auch manchmal relativ häufig. Direkt beim ersten Duell hat Alex die, glaube ich, bekommen in seinem LP. In einem seiner LPs zumindest. Der hat ja mehrere gemacht. Zwei genau genommen. Eins mit der englischen Version, eins mit der deutschen. Das deutsche LP ist das ältere. Der hat das sogar, glaube ich, nochmal vorher LP, hat er gesagt. Aber das ist irgendwie nicht gut gelaufen und er musste ganz viel neu machen, grinden und Zeugs. Der hat viel zu lange gebraucht, um die Karten zu bekommen und der hat das auch alles... Ja, der hat das auf jeden Fall irgendwie gelöscht. Das erste LP ist quasi weg von der Welt. Das kann niemand mehr sehen oder so. Das hat er gelöscht, ich weiß nicht. Ich kenne es auch nicht. Ich kenne nur das, womit ich den Kanal gefunden habe, sag ich mal. Und halt das Englische, was viele Jahre später kam. War eine Zeit lang, war Alex mein Lieblings-LPer tatsächlich. Ich habe gerne seine LPs geguckt. Digimon World 4 mit Kevin und Sam und so. Und wer nicht alles dabei war, kann ich euch zwei beide fusionieren. Oder passiert einfach nichts. Was passiert einfach? Dark Witch. Ne, Mystical Elf, weil das zwei Lichtelfen, Feen, was weiß ich war. Bums. Keymaze besiegt. Wir haben noch Nekogal. Ich muss mit allen Monstern angreifen, tatsächlich. Dann macht das die Elfe jetzt. Die Elfe besiegt den Gegner. Oh nein, oh, bitte, bitte steig nicht auf diesen... Ich muss euch unbedingt diese Story erzählen. Holy shit. Da läuft gerade die Katze. Auf dem Boden steht die Konsole, die PlayStation 3, auf der ich das gerade spiele. Das ist emuliert. Blackland Fire Dragon. Oh mein Gott. Das ist gar nicht schlecht. Shadow Spectre Bone Mouse. Das ist aber alles noch nicht das Monster, was ich haben wollte. Aber Blackland Fire Dragon ist super. Holy mother. So eine gute Karte. Für den Anfang des Spiels natürlich. Ist es eine sehr gute Karte, weil alle Drachen sind gut. Ganz besonders am Anfang des Spiels. So, wir haben Schrott im Deck, das weiß ich. Wir haben noch ein Reptil, sehe ich gerade. Ich dachte, ich hätte alle Reptilien rausgeschmissen. Naja, ist ja auch egal. Blackland Fire Dragon. So, wir haben zweimal schon. Was wir damit wollen, keine Ahnung. Ich wollte noch die Zauberkarten reinpacken. Ich habe zwei Ausrüstungskarten bekommen. Für Krieger. So, wir haben mal wieder... Unsere Lieblingsfusion hier. Ja, wir fangen an mit Grinden in dem Spiel. Ich weiß, ich mache das sehr früh gerade. Das hat aber auch einen Grund. Ich möchte in dem Spiel nämlich möglichst lange was von der Story haben, aber trotzdem schon ein paar sinnvolle Karten benutzen und nicht immer nur die gleichen. Das wäre nämlich ehrlich gesagt ein bisschen blöd, wenn ich das Ganze, die ganze Zeit über im Spiel immer nur die gleichen Karten benutze. Ich möchte ein kleines bisschen aufbauen, das Ganze, dass ich mal neue Karten benutze. Weil ab einem bestimmten Punkt benutzen wir sowieso nur die stärksten, die wir bekommen. Und das... Da hat die Katze ein Kissen und eine Flasche und alles mögliche von einem Stuhl geworfen. Das ist natürlich auch ganz schön, aber warum macht sie das? Weil sie klein ist. Okay, ich wollte euch eine Story erzählen. Jetzt hat sie natürlich auch das Kissen dahin geworfen, wo es nicht hin sollte. Ich habe ja mal Final Fantasy 13, 13.2 und Lightning Returns gespielt, halt privat. Bei Final Fantasy 13, da gibt es doch diesen komischen Vergnügungspark, wo Sass und Vanille hingehen. Wer das Spiel jetzt nicht kennt, ist an sich gar nicht so wichtig. Jedenfalls haben wir das gespielt, da kam eine Cutscene. Ich habe glücklicherweise vorher gespeichert. Ihr müsst euch das vorstellen, ich habe eine Kommode, da steht im Schlafzimmer eine Kommode, da steht der Fernseher drauf. Da ist aber nicht genug Platz, um noch die Konsole abzustellen. Deswegen stand neben der Konsole ein Stuhl. Auf dem Stuhl stand die PlayStation 3. Und die Katze, die saß vorm Fernseher. Und wir haben die da weggescheucht oder so, weil die halt bei der Cutscene im Weg saß. Und die springt auf den, da wo der Stuhl steht, und bei der PlayStation auf den Knopf, auf den Power-Knopf. Piep! Aus. Voll geil. Das ist mir vorher auch noch nie passiert. Dann so, yo, das war's. Zum Glück habe ich gespeichert.
also kurz vorher. Das wäre richtig böse gelaufen. Oh Mann, sowas passiert einem nur selbst, oder? Oder wenn man das gerade nicht filmt. Das wäre so lustig gewesen, wenn man das gesehen hätte. Das Video wäre viral gegangen, glaube ich. Das wäre ein Virus geworden. Das wäre Corona. Corona ist dieser, die äußere Dingens bei der Sonne oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Das hatte irgendwas mit der Sonne zu tun. Unter anderem. Fungi, Ninja, Sogen. Warum krieg ich so oft Sogen? Schon wieder? Hornimp auch tausendmal. Was soll denn das? Ja, es ist nichts Gescheites. Ich brauche diese eine Karte, die gibt der. Die hat Alex, wie gesagt, beim ersten Mal bekommen. Und ich habe jetzt schon 45 Karten von dem. Eigentlich habe ich sogar schon 60 Karten von dem bekommen, weil ich ja dreimal hier und einmal in der Story gegen den duelliert habe. Und ich habe noch nicht die Karte bekommen. Nach 60 Drops. Stellt euch das vor, ihr müsstet die normal fahren. Mache ich das jetzt mit einem Monster oder mit einer Fusion? Ich habe halt schon wieder die Fusion auf der Hand. Jetzt greift er mich bestimmt mit einem Zombie an, wo der einen Nachteil hat. Das fände ich super lustig. Nein, tut er nicht. Der greift gar nicht an. Warum ist er so vorsichtig? So, hier. Herbstlaub. So, der greift mit der mystischen Elfe an. Amoeba. Amoeba ist jetzt wirklich auch so eine Karte, die benutzt doch kein Mensch, oder? Ich meine, im normalen Kartenspiel hat die irgendeinen Effekt mit Lebenspunkten, ich weiß aber nicht mehr welchen. Ich glaube, wenn die von der Hand abgeworfen wird, bekommt man Lebenspunkte oder so. Also durch einen gegnerischen Karteneffekt. Keine Ahnung. Irgendwas Verrücktes mit Lebenspunkten war es. Vielleicht macht die auch Schaden, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, es war tatsächlich Lebenspunkte heilen, wenn dieses und jenes passiert. Gibt generell sehr viele Karten, die ganz interessante Effekte machen, wenn die von der Hand abgeworfen werden oder so. Was ich sehr, sehr gerne im normalen Yu-Gi-Oh! Kartenspiel mag, sind so Burner-Decks mit Karten, die einen selbst heilen und dem Gegner Schaden zufügen. Ich finde Feuerprinzessin ist so eine geile Karte. Ich habe ganze Decks auf die versucht aufzubauen. Es hat natürlich nicht besonders gut funktioniert, aber stellt euch einfach vor, ihr habt diese... Kennt ihr dieses komische Monster? Ich weiß nicht, wie das heißt. Das ist so ein komisches Insektenwurm-Ding. Das ist so komisch ineinander geknotet. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Das hat auch so einen komischen Namen. Und wenn es angegriffen wird, hat das... Also nicht, wenn es angegriffen wird. Es hat einen Flip-Effekt, dass man das an ein gegnerisches Monster ausrüsten kann und du bekommst jede Runde die Hälfte von den Angriffspunkten von dem ausgerüsteten Monster vom Gegner als Lebenspunkte dazu. Und das habe ich geliebt, das Ding. So eine coole Karte. Und dann möglichst den Gegner am Angreifen hindern. Das ist immer sehr, sehr nett. Selbst extrem voll heilen. Und ich krieg einfach Time Wizard. Da war er. Oh mein Gott. Einer reicht mir fürs Erste. Damit lässt sich schon eine Menge anfangen. Oh mein Gott. Den wollte ich. So, jetzt möchte ich euch noch was zeigen. Unbedingt. Ich gehe jetzt auf Save und drücke X. Ganz wichtig, X drücken. Das möchte ich euch nämlich gerade unter anderem zeigen. Wenn man in diesem Bildschirm ist und ihr habt nicht gespeichert, was glaubt ihr passiert, wenn man Kreis drückt? Kreis ist die Zurücktaste in dem Spiel. Ich zeig's euch mal. Ich drücke jetzt Kreis. Ups. Ja, jetzt bin ich hier. Stell dir vor, ich habe nicht gespeichert. Dann wird er hier anzeigen, oh. Ja, laden komplett und dann, oder eben nicht. Und dann hast du entweder den vorigen Spielstand oder gar keinen. Du kannst ja einfach so weg. Wisst ihr, wie mich das aufgeregt hat, als mir das mal passiert ist? Aus Versehen nicht so richtig drauf geachtet. Kreis gedrückt, ganzer Fortschritt weg. Das ist halt richtig scheiße, wenn du 50 Duelle machst, richtig gute Karten bekommst und dann anstatt zu speichern, weggehst. Das ist scheiße. Also das ist ein richtig blödes Gefühl. Müsst ihr unbedingt drauf aufpassen, falls ihr das auch spielen solltet. Unbedingt. Das ist so böse, wenn man da den falschen Knopf drückt. Ja, ist mir leider mal passiert. Fand ich nicht schön. Seitdem weise ich auch immer wieder darauf hin, wenn ich zum Beispiel auch mit Vitus zusammen das Spiel spiele, weil wir das auch öfter mal in der Konsole haben oder halt einfach emulieren. Und wir da einfach nur so ein bisschen mal aus Nostalgiegründen das Spiel spielen, dass man in diesem Menü bloß nicht Kreis drückt. Das ist halt echt bösartig. So, was dann als nächstes in der Kampagne passiert, das sehen wir dann beim nächsten Mal bei Let's Play Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories Dan Mod 15 Drops. Bis dahin.
In der nächsten Folge von Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories Dan Mod mit 15 Kartendrops kehren wir in den Palast zurück. Doch an diesem Tag finden wir keinen ruhigen und erholsamen Schlaf, denn der Erzmagier Heishin greift den Palast an und entführt das Königspaar. Von dem man nie wieder etwas hört, by the way. Es kommt zu einem erbitterten Kampf gegen den dunklen Magier. Werden wir es schaffen, ihn zu besiegen? Die nächste Folge von Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories? Feel the Power! Glaube an das Herz der Karten.